Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin hier in Bremen am Zaam an dem Fallturm und ich bin hier mit Jonathan. Hier kann man künstlich Schwerelosigkeit erzeugen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist richtig. Und heute geht eins von deinen Experimenten hier in den Turm. Ja, genau. Also wir machen jetzt heute ein Experiment. Da stellen wir so Asteroidenoberflächen nach und wollen gucken, wie die so ein bisschen auf mechanische Einwirkungen reagieren. Abgefahren. Das ist ja auch ein super aktuelles Thema. Also irgendwie, ne, ob das die Japaner waren, die haben das ja sogar schon zweimal gemacht. Die Amis haben es jetzt auch gemacht. Genau, also, das heißt, ist total aktuell. Ja, das ist ein super relevantes Forschungsthema, dass man das gerade so ein bisschen versteht. Gerade wenn man jetzt so eine Raumsonde da hinschickt, zum Beispiel zu verstehen, was macht das mit so einer Oberfläche, wenn man da irgendwie, jetzt bei den Japanern, die haben ja so eine kleine Landeprobe da drauf geschmissen, ja, muss man sagen. Oder die Amerikaner, die haben so einen Greifarm da irgendwie versucht, eine Gesteinsprobe zu nehmen und sowas. Ja, also es ist gut zu wissen, zu verstehen, was so die Asteroidenoberflächen machen. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein und gucken uns das mal an. Genau, gucken wir mal an. Ja. In der letzten Episode von Senkrechtstarter haben wir geklärt, was Schwerelosigkeit ist und wie man sie auch außerhalb des Weltraums empfindbar machen kann. Für uns Raumfahrtbegeisterte, die unbedingt mal Schwerelosigkeit empfinden möchten, schwer vorstellbar, aber da geht es in vielen Fällen nicht um das Vergnügen der Insassen, sondern um wissenschaftliche Experimente. Eine weltweit einmalige Einrichtung, um solche Experimente in Schwerelosigkeit durchzuführen, gibt es ganz in meiner Nähe in Bremen am Zaam. ZAM, das ist die Abkürzung für das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, das zur Universität Bremen gehört. Für uns mag der Begriff Schwerelosigkeit nach der letzten Episode hinreichend genau geklärt sein. Die Experten sprechen aber eigentlich von Mikrogravitation. Denn Schwerelosigkeit lässt sich nicht abschirmen und so wirken auch unter optimalen Bedingungen noch Gravitationskräfte. Fun Fact: Am ZAM in Bremen können Experimente in einer geringeren Mikrogravitation durchgeführt werden als auf der Raumstation ISS. Dazu sind die kontrollierbaren und vor allem reproduzierbaren Bedingungen am ZAM viel günstiger herzustellen, als Experimente in den Orbit zu schießen. Bist du aufgeregt? Oh, geht so. Also natürlich ein bisschen spannend ist das schon immer, wenn man das Experiment da drin hat und jetzt nicht weiß, ob das klappt oder nicht. Da muss man mal gucken. Aber wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht und dann haben wir so ein bisschen Routine. Ja, also wir wissen jetzt schon genau, was auf uns zukommt. Aber natürlich spannend ist es jedes Mal wieder, ob das hier alles so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Von weitem schon ist das ZAM an dem fast 150 Meter hohen Fallturm erkennbar. Mensch, dafür hat sich doch allein der Weg nach Bremen gelohnt. Ja, die Hamburger sagen ja, das Schönste an Bremen ist die Autobahn nach Hamburg. Aber sowas haben wir nicht. Die Fallröhre im Inneren erlaubt mit 110 Metern einen freien Fall von 4,72 Sekunden. Wenn du die letzte Folge von Senkrechtstarter gesehen hast, weißt du schon, dass wir für wirkliche Schwerelosigkeit den bremsenden Einfluss der Atmosphäre eliminieren müssen. Die würde sonst der Fallbeschleunigung entgegenwirken, was Experimente, die in Schwerelosigkeit durchgeführt werden sollen, natürlich stören würde. Um diese Störgröße für die Experimente zu eliminieren, wird hier in Bremen einiges an Aufwand betrieben. Die gesamte Fallröhre muss hermetisch verschlossen werden und mit 18 riesigen Pumpen wird dann ein Großteil der Luftmoleküle aus dem Turm gepumpt. Auch die Hochleistungspumpen am ZAM brauchen 1,5 bis 2 Stunden, bis die insgesamt 1700 Kubikmeter Rauminhalt der Fallröhre ausreichend leer gepumpt sind. Das ist dann auch die Hauptgröße, die bestimmt, wie viele Experimente so am Tag durchgeführt werden können. Wobei keines der Experimente länger als 10 Sekunden ist. Während des Fluges der Experimentierkapsel bleiben nur 10 Pascal Restluftdruck in der Fallröhre. Das sind nur 0,0001 Bar oder 1/10.000stel des Luftdrucks, der uns hier auf Meereshöhe umgibt. Da wir den Luftwiderstand für unser Experiment erfolgreich eliminiert haben, können wir mit der Fallstrecke von 110 Metern und der Erdbeschleunigung einfach errechnen, wie lange die Schwerelosigkeit besteht. Mit der Formel für gleichmäßig beschleunigte Bewegung oder Wegzeitgesetz ergibt sich für 110 Meter Fallhöhe und 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat 4,74 Sekunden freier Fall. Das ist dann auch die Experimentierdauer, die das ZAM auf seiner Webseite für einfache Fallexperimente angibt. Mit 9,3 Sekunden verfügt das ZAM in Bremen sogar über die längste Versuchszeit für Experimente in Schwerelosigkeit. Ja, was denn nun? 4,74 Sekunden oder 9,3 Sekunden? Das Geheimnis für die 9,3 Sekunden liegt tief im Fundament des Turms, genauer 10 Meter unter dem Fußbodenniveau. Hier ist ein riesiges Katapult untergebracht, mit dem die Versuchskapsel pneumatisch in die Höhe geschossen werden kann. Das ist ja praktisch, da muss ich die Kapsel ja gar nicht extra hochziehen, sondern schieße sie einfach nach oben. Ja, das Katapult hat aber noch einen anderen Grund. Gäbe es das Katapult nicht, müsste der Turm ein Vielfaches seiner Höhe haben. Wenn wir in unsere Formel für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung, die vom ZAM beworbenen 9,3 Sekunden, einsetzen, kommen wir im freien Fall auf eine nötige Turmhöhe von 424 Metern. Das wäre deutlich höher als der Berliner Fernsehturm, der mit 368 Metern das höchste Bauwerk Deutschlands ist. Durch das Katapult wird die Versuchszeit nahezu verdoppelt und das ganz ohne den Turm unnötig hochzubauen.
Während im freien Fall die Geschwindigkeit durch die Erdbeschleunigung ja immer größer wird und so auch im gegebenen Zeitintervall mehr Strecke zurückgelegt wird, kehrt das Katapult den freien Fall um. Ich starte also mit just der Geschwindigkeit, die eine freifallende Masse nach 110 Metern im Vakuum erreichen würde und schieße mit dieser Geschwindigkeit senkrecht nach oben. Ein echter Senkrechtstarter. Diese Anfangsgeschwindigkeit wird durch die Erdbeschleunigung so lange verringert, bis sie komplett abgebaut ist und sich die Bewegungsrichtung umkehrt und der Fall Richtung Boden einsetzt. Nun sorgt die Erdbeschleunigung über die Falldauer für eine Geschwindigkeitszunahme und beim Einschlag im Katapult ist die Versuchskapsel genauso schnell wie beim Start. Um so einen Einschlag einer maximal 500 Kilogramm schweren Kapsel mit einer Geschwindigkeit von 168 Kilometern pro Stunde zu verhindern, gibt es sowohl für die Freifallversuche als auch die Katapultstarts eine Abbremseinheit. Die ist mit 15 Kubikmetern aufgeschäumten Kunststoffkügelchen aufgefüllt, die dann die Kapsel auf einer Länge von unter 8 Metern sanft abbremsen. Hier unter uns, das wird ja nur auf YouTube geteilt, ist schon mal was schief gegangen oder irgendwie, dass ihr einen größeren Fehler hattet oder? Ja, beim Katapultbetrieb gab es schon mal so zwei kleine Unfälle. Nicht. Ist also kein, was, ist kein großer Schaden, klar ein bisschen Material, aber das ist halt bei einem Prototypen und bei so einer Versuchsanlage so. Dann haben wir mal eine Hülle, die hat dann ein bisschen Schaden genommen. Alles andere hat das überlebt. Herausforderung bei Katapultstart ist natürlich, dass die Kapsel nicht schräg fliegt und dem Turm ein neues Fenster verpasst, aber auch, dass dieser große Bremsbehälter den Schussweg des Katapults nicht versperren darf. Dafür ist er wie eine Hollywood-Schaukel aufgehängt und wird nach dem Schuss ausgeklinkt und schwingt dann in die Fangposition. Der wird einfach unter dem Behälter, ist ein Zylinder, der hält den fest und der ist hervorgespannt über diese Pendelstangen, die man hier sieht, wie bei so einer Hollywood-Schaukel ist das Prinzip. Und dann lassen wir einfach los und schwingt der Behälter rüber. Und wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen die Deichsel abfallen sollte, jetzt das ist berücksichtigt bei der Überlegung, der wäre nach 3 Sekunden unter dem Turm, nach 6 Sekunden wieder weg und nach 9 Sekunden wieder drunter. Also das heißt, im Normalflugzeug wäre er trotzdem wieder drunter und würde dann die Kapsel auffangen. Warum ist denn da so eine Spitze dran? Es gibt doch gar keine Atmosphäre in dem Turm. Nee, für den Flug an sich ist es nicht relevant, aber fürs Abbremsen ist es sehr wichtig, weil sonst würde das erste Eintauchen einen sehr harten Impuls geben. Das sieht man auch, wenn man die Messsysteme laufen lässt, dass man den ersten Aufprall der kleinen Spitze in dem Granulat schon als kleine Spitze sieht. Die ist fast so hoch wie dann der Rest der Kurve und von daher, wenn es dann auch noch flach wäre, dann wird der Impact sehr hart und das wollen wir gerade nicht. Wir wollen eine schöne, weiche Abbremskurve haben, die dann auf einem gewissen Level steigt, dort möglichst lange verbleibt und dann wieder abfällt. Das ging ja ganz schön schnell. Das ist die Natur der Sache hier. Das geht ratzefatz und jetzt warten wir, dass wir die Kapsel zurückkriegen und dann müssen wir uns natürlich die ganzen Daten angucken, ja? Die in der Kürze Zeit, dann nehmen wir mit Hochgeschwindigkeitskameras und Sensoren und irgendwie, nehmen wir das alles auf und das können wir jetzt dann in Ruhe dann uns runterladen von der Kapsel, wenn die wieder ankommt bei uns. Also das heißt, es gibt ja eigentlich im Prinzip zwei Systeme. Ganz genau. Also wir haben quasi nochmal so eine Art Fallturm im Fallturm, ja, dass wir dann definiert auf eine ganz bestimmte Schwerkraft gehen können. Ja, der Fallturm macht die Schwerkraft komplett weg aus unserer Sicht. Ja. Und wir wollen dann wieder so ein kleines bisschen Schwerkraft, die eben gerade so einer Asteroidenoberfläche entspricht. Das heißt, da haben wir nochmal so einen Mechanismus drin. Und in diesem Experimentsystem brauchen wir natürlich auch wieder Vakuum, weil die Staubteilchen, die sich da drin bewegen, die sollen ja nicht durch irgendwelche Luftreibungen oder sowas beeinflusst werden. Das heißt, wir müssen so viel Luft rausnehmen, dass der Strömungswiderstand, den so ein Staubteilchen sieht, eben so klein ist, dass er die Bewegung davon nicht beeinflussen kann. Mhm. Aber das heißt ja im Prinzip, dein Experiment bildet nur einen Asteroiden oder eine Klasse von Asteroiden oder eine Größe von Asteroiden ja auch dann ab. Genau, das ist was, wo wir einstellen können. Also da haben wir quasi, das können wir einstellen am Experiment. Das ist einfach so in dem Steuersystem können wir quasi verschiedene Mikro-G-Levels quasi einstellen und das kriegen wir dann im Experiment. Ja? Was ist jetzt so die nächste Aufgabe für dich oder was wirst du jetzt mit den gewonnenen Daten machen? Mit den gewonnenen Daten, das müssen wir jetzt genau analysieren. Wie sich jetzt zum Beispiel, da haben wir jetzt also so eine Gesteinsprobe auf die Oberfläche drauf beschleunigt, ja, und dann sollen wir ganz genau gucken, was das dann für eine Dynamik erzeugt hat, wenn die ganzen Staubkörner da, die da jetzt losgeschlagen wurden, verfolgen und so irgendwie genau diesen dynamischen Prozess da verstehen. Cool. Und das heißt, das Problem ist auch so komplex, dass man nicht einfach sagen kann, okay, man macht die Schwerkraft komplett
weg und sagt dann, okay, was passiert denn mit dem Granulat oder mit dem unterschiedlichen Gestein bei überhaupt keiner Schwerkraft und oh, dann kennen wir es auf der Erde und dann Pi mal Daumen linear interpolieren wir dazwischen. Ja, das geht leider nicht. Also ich habe mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass es gibt ja nicht nur die Schwerkraft, sondern es gibt auch andere Kräfte, die so einen Asteroiden zusammenhalten. Ja, es gibt zum Beispiel so Van der Waals-Kräfte zwischen den kleinen Partikeln, so Staubpartikeln oder Steinchen, ja, die dann zusammenhalten. Und wenn man sich jetzt so einen typischen Asteroiden überlegt, ja, auch, also einen kleinen Asteroiden überlegt, so auch wieder Größenordnung Itokawa oder sowas, dann ist man da schon im Verhältnis, wo man für millimetergroße Teilchen, da sind so diese adhesiven Kräfte, ja, die sind schon genauso groß wie die Schwerkraft da. Ja? Das heißt, man hat ein ganz anderes Material, als man das gewohnt ist. Kann man sagen, dass Hera oder beziehungsweise Heradat, dass das da gemacht wird, dass es im Prinzip der Großmaßstab ist von dem, was ihr hier im Kleinen macht? Der ganz große Maßstab von dem, was wir im Kleinen machen, ja genau. Wenn wir das wiederkriegen, dann ist das allein durch den Abbremsvorgang ist das ja komplett eine andere Packung, die wir dann wieder kriegen. Also wir wollen wirklich gucken, was passiert da live in dem System. Ja? Während dieser Interaktion, die da stattfindet, was passiert da live, wie prallt das ab, ja? Und wie wird vielleicht auch diese Oberfläche gestört, was wird da weggeschleudert und so weiter. Also das ist wirklich dieser Moment von dem Experiment, der interessant ist. Oh wow, das sieht ja jetzt schon spektakulär aus. Ja, das ist schon ein Experiment, das man gut vorzeigen kann. Ich bilde mir ein, dass es auch so aussieht, als wäre es schwerelos. Also als wäre das unintuitiv, wie das rumfliegt. Ne? Man sieht keine Bahnen, also nicht so Wurfkurven, die man normalerweise irgendwie hat bei Schwerkraft. Ja, das ist tatsächlich hier fast schwerelos. Also das ist Asteroidenschwerkraft, die ist so klein, das wirkt für uns ja schon wieder schwerelos. Auch wenn der Fallturm architektonisch das eindrucksvollste am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Universität Bremen sein mag, am ZAM werden auch eine Vielzahl anderer Experimente und Forschungsarbeiten durchgeführt. Nächsten Montag gibt es wieder eine neue Episode von Senkrechtstarter über Raumfahrttechnik. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben, dein Mo.